Niedenim. Und jetzt sagt er... Herr Mitte. Herr Mitte, der meint mich. Woher weiß der denn, wer ich bin? Weiche ihm aus, humaner Schmied. Die flamen mich. Woher wissen die, wer ich bin? Die flamen gar nicht, die flamen mich. Who's that Pokémon? 인정 딱따구리게 주콩콩 이우성이요. Die Games werden hart, ne? Also normalerweise, immer wenn wir das Korea-Projekt gemacht haben, da hatte ich ja am Anfang diese Pufferzone bisher, die, wo der Mental Breakdown nicht da ist. Aber dieses Mal haben wir den Puffer leider nicht. Weil dieses Mal fangen wir halt direkt mit Hilo Games an. Das heißt, wir werden halt direkt rein struggeln müssen. Das wird schon spicy, ey. Diesmal werde ich Humbet, ja. Wie ist die Elo auf dem Account? Das sind ungefähr Master Games, sollten das sein. Master, so. Also der war, als ich gefahren bin, war er Challenger, aber die Grenze ist angestiegen. Ne? Das heißt, als ich gefahren bin, war praktisch Challenger 500 LP. Und jetzt mittlerweile ist wahrscheinlich, okay, Level 44, das ist auch irgendwer Gutes. Aber jetzt mittlerweile ist die Grenze wahrscheinlich, für Grandmaster irgendwo bei 500 LP. Das heißt, der Account ist jetzt zwischen Master und Grandmaster, sollte der sein. Willst du eine Roomtour machen? Ich habe ein Bett und einen Schrank. Weißt du, Agurins Zeit, trefft ihr euch? Agurin ist noch nicht in Korea, der kommt erst noch an im Laufe der Woche. Im Laufe der Woche kommt er erst an. Hast du schon Korean Barbecue gegessen? Naja, natürlich. Das war meine erste Amtshandlung, als ich angekommen bin, erste Amtshandlung direkt zum Korean Barbecue gelaufen. Wir könnten Sinderer probieren hier. Ja, ich habe halt keine Ahnung, was der hier schreibt, leider. Sinner wird schon passen. Erstmal den langen Satz vom anderen. 인정 콩콩이게 주딱따구리 유성이요. Und die Übersetzung ist, jetzt pass auf. 인지영 콩콩이게 주딱따구리 유성. Die Übersetzung ist 인지영 콩콩이게 주딱따구리 유성. Aha. Danke dafür, Google. Nächstes Wort. 인정 딱따구리게 주콩콩이 유성이요. Der humaner Spechthund. Chu Kong Li Yusong. Sind das alles Beleidigungen? Humaner Spechthund? Sind das alles Beleidigungen? Weiche ihm bitte aus. Okay, das heißt Dodge, please, das da. Und dann haben ihn die anderen beiden haben ihn als Spechthund beleidigt. Niedenim. Und jetzt sagt er. Herr Mitte. Herr Mitte, der meint mich. Woher weiß der denn, wer ich bin? Hä? Weiche ihm aus, humaner Spechthund. Die flamen mich? Woher wissen die, wer ich bin? Die flamen gar nicht, die flamen mich. Humaner Spechthund. Oh mein Gott, nicht der humane Spechthund. It's a catastrophe, boys. Der humane Spechthund am Start. Ja, ne, passt mal lieber auf hier. Sonst hau ich euch auch den humanen Spechthund um die Ohren. Ich glaube, ich sollte mich zu humaner Spechthund meinen Namen ändern. Tja. Liebe das, wenn er einmal auf dich schwingt und dir direkt den Crit ins Gesicht drückt. Wenn der wüsste, dass er gegen den humanen Spechthund antritt, mein Gott. He would be so mad, boys. Ich bin nicht der Erste, der von der Gruppe da ist. Nee, der Erste, der von der Gruppe da ist, ist Sola gewesen. Der hat heute schon seinen ersten Stream gemacht auch. Emote! Sindra klingt so badass auf Koreanisch, ne? Die klingt so badass, die Frau. Oh, ausgetribbelt vom Humanen. Let's go. Was verfehlt man da? Glück greetet sie rein. Oh.
wenn der Leader gekommen wäre. Wenn der Leader gekommen wäre, das wäre so huge gewesen. Er will der jetzt wirklich Mitte. Und die kriegen den ganzen Turret zu dritt. Naja, da. Bitte nicht. Er ist wieder komplett full life und hat wieder Ult, Alter. All unsere Arbeit. Alles, was wir getan haben, umsonst. Nice. Aber unser Jungler ist sehr, sehr weit ahead jetzt, immerhin. Mit Rindermeer scheint sehr, sehr beliebt zu sein in Korea. Zwei Games, zwei Rindermeers. Das ist uns als nächstes. Ihr könnt auch Cosmic Drive gehen, wenn ihr wollt. Aber ich gehe jetzt wahrscheinlich Shadowblade hier. Oder Morellos vielleicht? Auch okay, ne? Spannend, da. Meinung zu Cosmic auf Syndra? Ja, Cosmic Drive, das ist ja genau das, was ich meinte. Cosmic Drive kannst du sehr gut spielen auf Syndra, ja. Machen auch viele. Really? So wenig Damage mache ich. Der Sidestep auf mein EQ vom Jace war... Also was war das denn für ein Sidestep, hä? Also wenn das EU gewesen wäre, hätte ich gesagt Scriptor, bin ich ehrlich. Habt ihr den Sidestep? Was war das denn? Best Case. Ja, also Best Case. 1 für 1 und Nash bekommen. Huge. Ich fandest du die Cloud9-Rasur heute Morgen. Du meinst von T1? Das war ein disgusting Game, ey. Das sah halt einfach aus wie ein Amateur-Team gegen ein richtiges Team. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war crazy. Aber Mad Lions wurde von Energy gehops genommen, was also nicht so cool ist für uns. Das sieht so anstrengend aus, das ist sehr anstrengend. Koreanische Solo-Queue ist sehr anstrengend, weil koreanische Solo-Queue hat sehr viel mit Mechanics und Chaos zu tun. Und es ist sehr, 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 sehr angespannt hier zu spielen aus meiner Erfahrung. Aber das ist eine ganz andere Belastung als auf EU West. Während du auf EU West denken musst, nachdenken musst und schlau sein musst, musst du in Korea mechanisch clean sein. Schade. Ich hätte nicht mal einen Stun legen sollen, ne? Unser Krokodil hat immerhin überlebt. Jetzt kommen dann Objectives. Wir sollten Drake als nächstes spielen. Sehr spannendes Game hier.
Was ist mit der humane Spechthund gemeint? Tja, ne? Da hätte man da sein müssen. Ich meine, Leute, die am Anfang vom Korea-Stream da waren, wissen, was mit der humane Spechthund gemeint ist. Ich sag wie das. Wärst du mal einer von den OGs? Hat er nicht gewonnen? Nee. Oh! Sorry, dass man ein Leben hat. Naja, die Entschuldigung ist ein bisschen zu wenig, würde ich sagen. Nur die echten OGs wissen die fabelhafte Geschichte des humanen Spechthund. Und so wird es auch für immer bleiben. Fabian, der Robber, Gentleman, 53492, vielen lieben Dank. Willkommen. Lucian spielt sehr sauber, das ist überhaupt nicht richtig. Der hat komplett gekriegt am Anfang. Der Fight gerade war aber sauber, das stimmt. Ich bin ja so froh zu wissen, was der humane Spechthund bedeutet. Ja. Ich glaube, die wenigsten wissen es. Aber die, die es wissen, für die hat es das Leben verändert, glaube ich. Schauen wir mal hier. Das ist unser zweites Game in Korea, ja. Wir spielen koreanische Hilo-Games, ja. Das wird fucking rough, das ist klar. Ich muss mich erstmal ins koreanische Tempo gewöhnen, dann ist mir alles ein bisschen zu schnell hier gerade. Dann ist mir alles ein bisschen zu schnell hier gerade, meine Güte. Fliegst du eigentlich Business oder Erster Klasse? Ich fliege immer Economy, fliege ich. Aber ich fliege Economy Plus, weil da hast du minimal mehr Beinfreiheit, weißt du? Also ich fliege nie, also ich habe mir selber nie einen Flug gegönnt, der über hier über Economy Plus ist. Ich habe einmal ein Business Upgrade bekommen bei dem Flug aus Korea zurück. Und ich habe einmal habe ich von Riot einen Business Class Flug gestellt bekommen. Das sind auch so terrible für uns. Das ist natürlich jetzt absolut terrible für uns. Das wirkt sehr, 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 sehr schwierig. Wir müssen auf jeden Fall mit einer Flanke gewinnen. Ansonsten haben wir keinen Schaden für den ihre. Obwohl, wir können vielleicht. Wir können Front to Back spielen. Wo wusste der Jace, dass du genau da drin bist? Ne, der hat einfach aus Zufall auf den Busch geschossen, weil er den Renekton gechased hat. Und der Renekton zu weit von ihm weggelaufen ist. Also wusste er nicht, wo der Renekton ist. Und er dachte, er trappt den Busch, weißt du? Und dann habe ich einfach zum Zufall hat er genau halt in die richtige Ecke geschossen. Wir haben Time im Busch verschenkt und nicht die Minions gebufft. Ne, weil die zu fünft hinter uns sind. Da ist nichts zu holen, weißt du? Wirkt jetzt nicht wirklich sehr winnable zu dem Zeitpunkt, das Game irgendwie in den Fights. Da bin ich mal gespannt. Bräuchte eigentlich auch unbedingt Void-Stuff, ne? Vielleicht wäre es besser, Void plus Sonyas zu gehen. Das wäre noch Großteil der Wave gekriegt. Vielleicht kann da hinten die Wave hochziehen. Ich glaube leider, das ist Game. Ich glaube leider, das ist unser 0-2 hier, ha? Halt, das ist nicht das Item, das ich verkaufen wollte, und das wollte ich verkaufen. Ich habe mich schon gewundert, warum kann ich mir dann plötzlich das ganze Ding holen. Leuchten MR hier. Moin. Ja, das ist Game leider, die können das nicht defenden. Der drin hat auch noch Ult, das ist ein Free Dive für die leider. Schade, war ein gutes Game. War ein gutes Game, aber. Na, sind die Games schwerer? Die Games, in Korea sind die Games nicht wirklich schwerer. Das ist, also, das ist einfach eine andere Art von Belastung. Es ist jetzt nicht so, dass der koreanische Server unglaublich hohe Solo-Queue-Qualität hat, wie viele Leute, glaube ich, denken. Sondern in Korea ist es so, dass der Fokus ist viel mehr auf den Mechanics und viel mehr auf der Laning-Phase und sehr viel weniger auf Spielverständnis, auf Makro und auf Late-Game. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive.